Applaus zum 70er des österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen. Im Rahmen des Festakts in der Akademie der Wissenschaften würdigten Vertreter von Bund und Ländern die Leistungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen in den vergangenen 70 Jahren. Zunächst einmal ist das eine 70-jährige Erfolgsgeschichte, zu der man nur herzlich gratulieren kann, und die hat ihren guten Grund. Und der Grund besteht darin, dass es, wenn man so will, ein typisch österreichisches Erfolgsmodell ist, weil es wirtschaftlichen Erfolg verbindet mit sozialem Ausgleich. Und deshalb wird der soziale Wohnbau auch in Österreich weiterhin einen enormen Stellenwert haben. 3,8 Milliarden Investitionen sind ja eine sehr beachtliche Summe, und insofern freue ich mich sehr, heute dieses Jubiläum hier begehen zu können. Die größten Meilensteine der Geschichte der letzten 70 Jahre war sicher der Wiederaufbau, wo es bis in die 70er Jahre hinein darum gegangen ist, den Österreichern einfach ein vernünftiges Dach über dem Kopf zu gewährleisten, das auch günstig ist. In den 80er Jahren die Hinwendung zu noch mehr Qualität beim Wohnen, Stichwort Freiraum, Stichwort Balkone, Terrassen. Und in den 2000er Jahren eigentlich die ökologische Orientierung, Klimastrategie, energetisch-thermische Sanierung. Im heurigen Frühjahr wurde im Tiroler Radfeld die 1-millionste Wohnung seit 1946 übergeben. Rund 2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher leben in von den Gemeinnützigen geschaffenem Wohnraum. Der Effekt auf die Lebenserhaltungskosten ist enorm. Jährlich erspart sich die heimische Bevölkerung 1 Milliarde an Mietkosten. Die Bauleistung der Gemeinnützigen prägt auch die Wohnkultur der Länder. Was hat sich im Bereich der gemeinnützigen Genossenschaften getan, dass wir nicht im urbanen Raum bauen, sondern vor allem auch im ländlichen Raum? Und das ist mir persönlich sehr wichtig, denn die Menschen im ländlichen Raum müssen die gleichen Voraussetzungen vorfinden und deswegen auch gemeinnütziger Wohnbau in der Fläche, in allen Gemeinden und auch in allen Dörfern. Wir haben in Wien rund 220.000 Gemeindewohnungen, die im direkten Eigentum der Stadt stehen, aber auch 200.000 geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen, die wir gemeinsam mit gemeinnützigen Bauträgern entwickelt haben. Das heißt, rund 62% aller Wienerinnen und Wiener leben in einer geförderten Wohnung. Und von daher ist die Partnerschaft zwischen der Stadt Wien und den Menschen, die in unserer Stadt leben, und den gemeinnützigen Bauträgern so wichtig. Dank Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, kurz WGG, und der Wohnbauinitiative der Regierung wird die Rolle der Gemeinnützigen in Zukunft noch stärker. Es ermöglicht insgesamt jetzt den beteiligten gemeinnützigen Unternehmen einfach mehr unternehmerischen Spielraum. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für den Bund, gerade jetzt bei steigenden Flüchtlingszahlen und überhaupt mehr Wohnungssuchenden, eine Möglichkeit, hier den Bedarf abzudecken, aber andererseits auch die Konjunktur zu beleben. Die Wohnbauförderung ist die Basis dafür. Jetzt gibt es ganz neu seit zwei Wochen die Wohnbauinvestitionsbank, von der erwarten wir Gemeinnützige uns auch einen zusätzlichen Antrieb, um den Wohnbau zu beschleunigen, der gerade in den Ballungszentren sozusagen ganz wichtig ist. In den kommenden Jahren wird jede zweite Wohnung von einer gemeinnützigen Bauvereinigung gebaut. Damit soll auch in Zukunft leistbares Wohnen in allen Teilen Österreichs gewährleistet werden.